Hallöchen YouTube, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei dem Reaction-Video. Und wenn ihr mal samstags hier live im Livestream dabei sein wollt, dann kommt an einem Samstag normalerweise, es wird immer angekündigt, vorbei hier, 20.30 Uhr in der Regel. Und dann könnt ihr mit mir live reden, uns austauschen. Ich freue mich drauf, hier sind echt wieder mega viele Leute dabei. Sagt mal alle Hallo, ich freue mich schon, das nächste Mal euch zu sehen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Reaction-Video. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen auf unserer Baustelle hier zum neuen Video. Ich habe gerade schon mal angefangen und dachte, hey, da nehme ich euch wieder mit, weil das wird bestimmt interessant. Wir haben hier ja, ein altes Kino, das ist jetzt in einem Veranstaltungssaal umgebaut und die Vorhänge, weil es so cool aussehen, sind natürlich geblieben. Damals bei der Demontage gab es am Eingang so ein schönes Tableau, wo man halt fahren konnte, vom Vorführraum oben auch. Hat man natürlich zurückgebaut alles, ganz klar. Und jetzt, ja, nehmen wir das Tableau wieder. Und jetzt, ja, nehm mal die Motoren wieder in Betrieb. Mach mal schnell, weil heute Abend ist Veranstaltung. Was ich mache, ich sitze natürlich hier und habe schon mal angefangen ohne euch. Und jetzt nehme ich euch hier mit. Boah, ich finde sowas aber mega spannend. Das ist irgendwie so diese Herausforderung, so die eigenen Fehler finden, also die Fehler von der eigenen Mannschaft zu finden, finde ich jetzt nicht so prickelnd natürlich, aber jetzt gerade so eine Herausforderung, ne? Du hast irgendwie eine Kiste, du hast keine Pläne, du hast gar nichts. Und das Ding muss laufen und das ist echt interessant. Und gerade sowas mit Steuerung, was ich nicht unbedingt jeden Tag mache, finde ich halt einfach mega interessant. Und da habe ich echt Spaß dran gehabt. Wir haben zwei Motoren, weil wir einfach hier zweimal auch Vorhänge haben. Ja, hier oben seht ihr die Schienen. Also es war mal ein altes Kino, ne? Hier sieht man es ja wirklich. Das sind einmal die Schienen, die das reduzieren, dass die Bildleinwand nicht ganz so breit ist, weil ja die Vorschau oder die Werbung ist immer 4:3 und das andere ist ja 16:9 oder 16:10, ne? Das ist ja ein anderes Format. Und deswegen fährt der eine Vorhang ja seitlich hin, um es zu begrenzen und der andere Vorhang macht das Ganze zu. Und die wollten halt beide wieder in Betrieb haben. Da und da. Und früher gab es einfach hier so einen Steuerkasten, da sind auch Handtaster drin. Für den einen Motor müsste das nur sein, da war ich jetzt noch nicht so weit. Und hier unten, das ist der andere Motor. Und da habe ich jetzt schon mal Kabel abgeschnitten, das war einfach nur ein Ring, ein langer. Und das ist ein 5-mal. Und so wie es aussieht, ist die Zuleitung hier, L1, 2, 3. Und hier gehe ich davon aus, dass man irgendwas steuern kann. Hier hinten gibt es nämlich so einen Kettenantrieb, der mitläuft und dann dreht sich hier irgendwas. Hier ist noch ein Motorschutzschalter drin. Und ich nehme an, dass wenn es sich dreht, einfach irgendwann eine Endlage dann sich meldet. Das sieht so aus, als fährt es hin und her. Okay, habe ich euch schon hier was gezeigt, wieder was entdeckt. Also das dreht sich, das kann man dann wahrscheinlich hier richtig einstellen, was jetzt vordere, hintere Endlage ist. Ja, das ist ganz lustig. Also seitlich ist ja so ein nochmal ein Motor bzw. eine Verbindung, wo dann eben sich mitdreht, wenn der elektrische Motor hinten läuft. Und dann kannst du halt die Endlagen einstellen, das ist ganz cool. Und ja, den Kanal soll ich schwarz anmalen. Ich glaube, das machen die schon selber, wenn es stört. Aber das ist eh, sag ich mal, seitlich. Das sieht normalerweise eh keiner. Und ja, mach mal eben schnell, sagt der Chef. Ich bin der Chef, deswegen habe ich das selber gesagt, dass ich das machen muss. Aber so ein bisschen Herausforderung finde ich echt ganz cool. Also ich meine, das war jetzt nicht der Megadruck, hätte es nicht funktioniert, wäre es, glaube ich, jetzt auch kein Todesurteil gewesen. Aber es hat geklappt. Kann ich jetzt schon mal spoilern. Und ja, das war echt ein interessantes Projekt. Wäre natürlich schön, wenn man mehr Zeit hätte, aber das ist natürlich oft nicht so drin. Und der hat sozusagen die Steuerung intern, wird halt hier dann wahrscheinlich angesteuert auf, zu, vielleicht gibt es noch eine Mittenstellung oder sowas und eine Rückmeldung, wer weiß. Müssen wir jetzt alles noch rausfinden. Und hat hier manuelle Knöpfe. Und der da, also der hat auch nur ein Kabel hier. Hier noch irgendwie wahrscheinlich Thermoschalter oder dass sich dreht. Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht weiß jemand von euch, was das ist. Also da bin ich jetzt wirklich auch ein bisschen überfragt. Würde mich echt mal interessieren, wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und hier ist der zweite Motor. Da gehen auch zwei Kabel rein. Also eins oben in den Motor und das andere geht hier seitlich ran. Muss ich auch mal rausfinden, was das noch ist. Und jedenfalls gibt es hier auch eine Steuerung und auch noch einen Ring. Ich glaube, noch ein Kabel ist es. Das geht da rein, das war für die Steuerung. Und ja, da bin ich jetzt gerade mittendrin, dann nehmen wir euch natürlich wieder zu, damit ihr auch mal sehen könnt, was das Lustiges wird. Also Motor 1, wir haben...
Aber das Wichtigste ist natürlich dieses Stühlchen, wo ich dabei habe. Das habe ich echt immer im Auto, ne? Und da hat es echt wieder geholfen. Zwei Zuleitungen liegen. Von der Unterverteilung einfach Drehstrom 400 Volt. Und das hänge ich jetzt einfach mal on the fly hier drauf, damit wir einfach Spannung haben. Und dann können wir doch ein... Ich mag die Stripachse echt, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten es auf schon mal darüber. Bin ich ein echter Fan davon, weil die Knipex habe ich früher gehabt, aber hat mir nicht so gefallen, weil das ein Messer drin ist und da ist halt, sind so einzelne Messer drin. Einfach mal schon den ersten Motor versuchen. Ich habe mich ja gerade gewundert, warum gibt es nur einen Motorschutzschalter, dann keine zwei, aber da unten steht irgendwas vom Motorschutz. Ja, fühlt sich so an. Und der ist da direkt dran, das heißt, da brauchen wir keinen eigenen Motorschutzschalter. Da können wir dann auch ein- und ausschalten, weil ich dachte gerade so, oh, jetzt probiere ich mal aus und dann stelle ich einen in die Unterverteilung rein und sage, hey, stopp, fährt falsch rum. Deswegen, hier kann ich sofort draufdrücken, wenn was ist. Und dann okay. Kann da fast nichts passieren. Ich verbringe gerade echt recht viel Zeit auf der Baustelle jetzt, weil ich die ganze Programmierung mache. Wir haben hier KNX drin, wir haben hier einen Gira X1 drin zur Visu, damit wir einfach alles steuern können, keine 100 Tasten brauchen. Und wir haben viel DALI drin, also hier oben. Boah, da hätte ich echt euch gern noch viel mehr gezeigt von der Baustelle, aber es war zum Schluss dann echt alles ein bisschen hektisch, haben es mal sozusagen. Und da war dann echt so schon, ja komm hier, ging auch die ein oder andere Spätschicht, sage ich mal, dann durch. Und ja, haben wir Sicherheitsbeleuchtung haben wir gemacht, die ganze Programmierung, DALI und KNX und noch die Visu und auch schön RGB und sowas. Wir hatten da sogar noch ein DMX-Gateway drin von KNX auf DMX, war auch echt cool und spannend. Vielleicht kriege ich es noch irgendwann hin, euch da mal mit durchzuführen. Muss ich mal schauen, wenn das Ganze sich jetzt da mal... fertiggestellt hat und ich da nochmal hingehe, weil es nur noch ein bisschen was geändert werden soll und dann hoffe ich mal, ich kann euch da noch ein bisschen was zeigen, weil es echt interessant. Haben wir komplett DALI-Beleuchtung, kann man alles dimmen und je nachdem in Gruppen schalten, das muss natürlich vorher konfiguriert werden. Das kann der Endnutzer nicht mehr selber machen. Und draußen haben wir noch DMX-Leuchten, das ist auch richtig cool, ey. Da bin ich jetzt auch richtig lang dran gesessen, weil ich habe alles vorbereitet, cool, alles funktioniert. Und dann sehe ich so, wir brauchen halt R, G und B separat und das geht natürlich auch in der Gruppe. Aber ja, das muss ich jetzt alles umbauen, wieder probieren, dann schreit der Nächste, da funktioniert was nicht, dann rennst du wieder dahin, dann DALI irgendwie Probleme gehabt, dann da noch Fehler gesucht, dann beim DMX hat man auch Probleme, bis man alle Fehler gesucht hatte. Und dann sind es eigentlich dumme Sachen, aber auch die dummen Sachen funktionieren irgendwann nicht. Hier ist der Motorschutzschalter, der andere für den Kasten. Und der hat eine ziemlich große Steuerung drin, sag ich mal. Also hier sind 5 Schütze drin, Steuertrafo und nochmal eine Steuersicherung vermutlich. Hier ein 20 Volt Trafo ist hier drin, wahrscheinlich für die Steuerung. Aber ich habe noch keine grünen Vagos. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt noch nicht auf den Trichter gekommen. Ich möchte mal wissen, wie es euch so geht mit den grünen Vagos, ob ihr schon welche habt. Ich finde die Orangen ganz cool eigentlich. Habt ihr davon welche? Also habe jetzt noch keinen gehabt, dass ich irgendwie grün bestellen muss und die funktionieren aber echt cool, diese Klappvagos. Die alten fand ich immer schrecklich, da hast du echt die Finger mal gepfetzt, aber die gehen ja jetzt echt ganz cool. Und ja, der Chat schreibt, könnte der Schalter über dem Motor ein Strömungswächter sein? Ja, ich glaube nicht. Also vielleicht, na, es war ein Drehimpulsschalter, schreibt der Homework. Mal gucken, was noch rauskommt. Und der Plan war sowieso, das wieder in Betrieb zu nehmen, das war eigentlich klar. Aber das Ganze auf KNX auch zu machen, damit wir es einfach steuern können, auch über die Visualisierung. Aber jetzt mal on the fly so, dass es überhaupt funktioniert, weil ist ja meistens irgendeine Auskette, das heißt, es ist so etwas unterbrochen jetzt, weil es ja meistens dann einen Öffner darstellt und wenn der Öffner unterbrochen ist, dann läuft halt gar nichts. Das heißt, da beim zweiten haben wir auch richtig Spaß haben gleich. Aber jetzt erstmal. Hoffentlich ein Erfolgserlebnis gleich. Jetzt mache ich mal die zwei Sicherungen an. Und dann geht die wilde Fehlersuche los. Wir haben jetzt Spannung drauf auf beiden. Bei dem einen ist eben ein Problem da. Da muss ich gleich mal schauen. Da kommt aus dem Motorschutzschalter nicht das Richtige raus.
Okay, wie auch immer das Falsche rauskommen kann aus einem Motorschutzschalter, aber lass uns überraschen. Aber der kleine, der müsste schon mal funktionieren. Also hier unten ist der Motorschutzschalter. Und dann wird es hier irgendwie, da steht was drauf, was man lesen kann, auf ab oder sowas. Und das ist halt dieser Steuereingang, nehme ich an. Hier unten ist die Steuerung. Aber bevor wir jetzt fahren, müssen wir erstmal gucken, nicht, dass da irgendwelche Kabel drin hängen. Denn das ist ja kleine. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal drauf, oder? Genau, immer so einfach mal ausprobieren. Ich meine, was soll passieren? Oder? Na komm. Ich sehe zwar nicht, dass irgendwas passiert, aber... Also der Motor dreht sich schon mal, das ist schon mal gut, oder? Auf jeden Fall dreht sich der Motor mal, das Seil fährt. Wir sind jetzt ja gerade gefahren und irgendwie hat es jetzt da nicht viel getan. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus. Ich gehe mal davon aus... Also ein bisschen komisch, ne? Hier die Seile, die hängen jetzt nicht mehr auf Zug, aber guck mal weiter. Dass die früher ein Linksdrehfeld hatten und deswegen das jetzt halt auch gut läuft. Weil der Endanschlag ist da und er fährt immer noch weiter auf und er müsste in die andere Richtung fahren. Also deswegen würde ich jetzt einfach mal das Drehfeld drehen. Und den Stream beenden. Das ist los. Dazu können wir hier mal an meinem Rosarium die zwei Außenleiter drehen. Also der erste mit dem dritten. Also es steht nicht nur da, sondern da mache ich auch wirklich raus, weil da habe ich jetzt echt keinen Bock. Du klippst dir irgendwas um und dann macht's bumm. Nee, macht keinen Spaß. So Informationen werden halt einfach auf Motoren oder Anlagen wichtig, dass Achtung links Drehfeld oder ähnliches benötigt wird, weil grundsätzlich ist es ja rechts Drehfeld. Und wenn es nicht da ist und keiner weiß, schließt man halt rechts Drehfeld an, wenn es links Drehfeld sein muss. Fällt, neuer Versuch. Dann schauen wir mal, was der neue Versuch so sagt. Nimm den VLC-Player, der VLC-Player ist gut. Oh mein Gott. Zeig's euch nochmal. Wir sind jetzt ganz am Ende. Der Schalter ist jetzt oben, der ist unten. Also es ist echt so, ne, man denkt so, war das voll die Hightech. Schaltung drin und dann sind es irgendwie so Klick-Klack-Relais da drin, die dann einfach das ganze Ding halt starten und stoppen. Auch wild ist dieses Stückchen Seil hier am Rand, wo sich da immer mitschlingt. Sieht besser aus. Das war's wohl schon. Gucken wir mal. Ah. Also ich glaube, man kann schon noch ein Stückchen fahren. Ich hätte mir so ein bisschen Sorge, dass irgendwelche Vorhänge sich da reinwursteln. Wobei Seil ist Ende, wahrscheinlich müssen die das jetzt irgendwie anders einstellen, weil wir können ja nicht weiter das Seil abwickeln. Immerhin fährt es mal auf und zu, schaltet rechtzeitig ab, das ist doch schon mal gut. Also das ganze Ding stand natürlich ein bisschen anders da, da war vorher keine Bühne, weil es ja ein Kino war. Und da haben sie das irgendwann auch so ein Stückchen... Schaltafel bzw. Diele geschraubt und da hingelegt und deswegen sind diese Windungen jetzt nicht mehr ganz richtig. Kein hektischer Kunde, der daneben steht, nee. Also manchmal lasse ich mich da auch ein bisschen stressen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber manchmal auch so, jo komm, mach was du willst, ne? Aber es wird auch nicht schneller funktionieren oder besser, wenn du daneben stehst, aber ja. Wie definierst du denn bei einem Motor, der eh die Laufrichtung ändert, das primäre Drehfeld? Naja, gut, ich schließe ja ein Drehfeld an, ne, weil es ja die Farben gibt. Da steht immer 1, 2, 3 drauf. Oder wenn es ein Steuerkabel ist, ne, von 1 bis 5 oder bis 4 oder bis 3, 1, 2, 3 und eigentlich der PE. Und dann gehe ich davon aus, dass 1, 2, 3 halt L1, 2, 3 ist. Oder halt eben der braune, schwarze und graue dann halt auch die entsprechende Richtung ist. Und wenn es halt anders gebraucht wird, wäre es schön, wenn man es draufschreiben würde. Jetzt aber zu dem Lustigen hier. Ja, jetzt sieht es gut aus. Vorhin war es echt komisch, da hat es irgendwie eine Phase nicht richtig gehabt. Okay, jetzt schauen wir mal hier.
Also es gibt eine Steuerspannung, wahrscheinlich die Steuersicherung dafür. Hier gibt es Stopp auf zu ZH1, könnte Zwischenhalt 1 sein. Weil ihr kennt es ja vom Kino, ne? Wenn man im Kino war in der letzten Zeit. Die normalen Sachen sind ja so 4:3 gewesen, ne? Die waren ja ein bisschen schmäler, der Vorhang ist ja nicht ganz so weit aufgefahren. Und für den richtigen Kinofilm fährt es ja komplett auf. Und der Zwischenhalt 1 ist dann wahrscheinlich dieser Zwischenhalt, der nur so 4:3 oder eben das kleinere Format anzeigt. Also muss ja eine Rückmeldung kommen von dem Motor. Der hat wahrscheinlich auch irgendeine Mechanik unten drin, der rückmeldet. Und ein Steuerkabel haben wir, das müssen wir gleich mal noch rausfinden und abschneiden. Und dann drei Schütze und nochmal zwei mit Hilfskontakten. Also es gibt jetzt nicht so viel Auswahl, glaube ich, dass wir da verrückt werden. Ja, es sieht ja echt brutal aus, oder? Also so viel Drähte wieder weggehen, ne? Das ist ja so, boah, aber wenn man so ein bisschen sich in die Schaltung reindenkt, ne, was kann es sein, dann ist es dann relativ klar wahrscheinlich. Das erste ist Spannung, das nächste geht zum Motor und dann geht es nochmal zwei Kabel, das eine geht nochmal zum Motor, das schauen wir uns gleich an und das andere war das Steuerkabel zu den Tasten. Also hier unser Steuerkabel, unsere Steuerleitung und der hat genau 5, 6, 7, 8, 9. Und ja intern auch noch Tasten, also können wir eigentlich schauen, die müssen ja alle parallel hängen, bis auf die Stopp, die ist ja eingeschleift wegen Stopp, bei Selbsthaltung. Ansonsten müsste ja eine ganz normale Selbsthaltung sein mit Wendeschütz. Ja, natürlich kann man da jetzt auch eine Vago.io reinbauen oder eine Logo oder sonst irgendwas, aber ich glaube mit der geht es echt ganz gut, also ich würde da jetzt auch nichts mehr umbauen, sondern einfach einen Schaltaktor noch reinbauen, der dann halt die Sachen ansteuert mit auf, zu und stopp. Hier auch geht es irgendwie von 4 auf 4,1. Da ist eine Brücke drin. Und das muss ich jetzt alles mal da rauschecken. Also einfach Drähte nachverfolgen, viel anderes kannst du echt nicht machen. Und die Schaltung entweder aufzeichnen oder auf jeden Fall irgendwie beschriften, dass wir wissen, was es tut. 7, 8. Das ist der 8. Seht ihr, der geht nämlich raus und sobald der hier auf dem 5 geht, tut sich da gar nichts. Also ich würde jetzt nicht intern alles ändern, wir wollen ja das KNX reinhängen und da brauchen wir es ja auch, aber wir müssen jetzt... Ja genau, das ist ja immer so eine Geschichte, da kannst du jetzt natürlich das einmal auseinanderrupfen. Ich habe es jetzt aufgezeichnet, man sieht es ein bisschen schlecht jetzt auf den Videos, aber da habe ich mir einfach die Schaltung aufgezeichnet, wie sie halt, wie die Drähte laufen und dann wurde es eigentlich recht klar, was es ist. Da war eine Brücke rein noch. Also ich vermute mal, dass die drei Schütze sind für auf, Zwischenhalt 1 und zu. Und genau, also hier ist halt wirklich echt angesagt, Drähtchen nachverfolgen und gucken, wo geht was hin und dann halt so ein bisschen Schaltungkenntnis. Und die ja ihr Signal kriegen, wann sie die Position erreicht haben und dann das eben hier oben wieder schaltet. Und deswegen würde ich jetzt auch mal die Brücke reinmachen, so wie ich es hier eingezeichnet habe. Zwischen 5 und 9. Und dann müsste die Steuerung funktionieren. Hoffentlich. Okay. Okay, warten wir mal ab, was passiert. Ob es weitergeht oder nicht. Gucken wir einfach mal. VPS anstatt SPS, ja. Also VPS, verbindungsprogrammierte Steuerung oder SPS, speicherprogrammierte Steuerung. Das funktioniert, ich war ganz überrascht. Ne? Tut irgendwas. Okay, auf ist auf. Was ist auf? Zu ist Wahnsinn. Also ich habe jetzt eine Prügel reingemacht, ne? Das ist ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, einfach eine Steuerung und der Stopp oder Aus oder was auch immer ist ja als Öffner dargestellt. Das heißt, wenn da eine Unterbrechung ist, dann läuft halt gar nichts in der ganzen Kette. Deswegen habe ich da jetzt die externe Steuerung sozusagen überbrückt und jetzt funktioniert es auch. Das ist auch so ein schönes Geräusch, oder? Das ist auch so ein schönes Geräusch, so dieses Motorgeräusch, wie es dazu fährt.
Okay, es hat da ein bisschen gebrummt jetzt noch zum Schluss. Ne? Da ist der Motor unter. Oh ja, der zieht hier. Ja, der hat ziemlich gezogen. Vielleicht sehen wir es gleich noch. Ich weiß nicht, ob die Karo das gezeigt hat. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass die Kiste hier weiterläuft. Ich glaube, diese Kiste haben die auch erst nachträglich an die Wand geschraubt. Die hing auch woanders da. Ziemlich. Nee, hat sie nicht. Also die Endlagen stimmen noch nicht ganz, aber er fährt zumindest mal. Geil. Ich denke mal, die Endlagen stellt man hier ein. Ja, man hört es ein bisschen, dass es hochgeht. Also es hat dann das tatsächlich ein bisschen angehobenes Brett hier. Aber ja. Nee, eine Vago Aero habe ich tatsächlich noch nie programmiert. Wir haben zwar eine hier rumliegen, so ein Starter-Kit mal zum Testen, aber irgendwie haben wir es nie geschafft. Die hat sogar eine KNX-Schnittstelle drin. Aber ja. Und interessant wäre es, das Ganze DMX-steuerbar zu machen. Ja, genau, das ist richtig. Das wollten die auch. Habe ich aber gesagt, wir machen es nicht per DMX, sondern wir machen es einfach per KNX und machen das Ganze dann in die Visualisierung rein, weil die haben am FOH, also Front of House, da wo die Mischpulte stehen und sowas, da haben die dann ein Tablet liegen und da können sie das Licht an- und ausschalten, das Gebäudelicht, und da machen wir das mit drauf und dann kann auch der Vorhang gefahren werden. Oha. Ich jetzt auffahre. Das ist echt interessant, diese Technik da unten, mit diesen Endschalterchen. Das ist ein bisschen locker, wahrscheinlich schon zu weit. Also es geht wahrscheinlich wirklich nur um ein Stückchen. Zwischenhalt geht nicht. Das ist wahrscheinlich nur, wenn er ja auf ist und er fährt auf den Zwischenhalt. Also der Motor stand vorher ein bisschen woanders da, deswegen sind jetzt natürlich da die Endlagen verstellt. Aber ich da mich jetzt noch betätigen möchte. Ja, also ich musste mich noch betätigen da dran, aber ja, ich glaube, das Ding ist echt recht alt. Ich glaube, das ist wirklich noch original und vielleicht mal ein Video-Idee für den Stream mit einer Vago Aero erkunden. Ja, warum nicht? Da brauchen wir dann jemanden, der mir hilft wahrscheinlich. Da muss die Caro mit dabei sein, das ist da echt der Crack, glaube ich. Die Caro kann das dann echt super. Das ist eine gute Idee, dass wir da mal was zeigen können dazu. Ja, der ist auch kaputt hier schon. Also wahrscheinlich kann man da verschiedenste Endlagen einstellen. Also der ist nicht mehr in Betrieb, der war vorher schon kaputt, wie es aussieht. Seht ihr das hier? Ja. Der ist nicht mehr angeschlossen. Jetzt müsste man hier die Endlage einstellen. Das heißt, wir machen den auf. Das Lustige ist ja dabei, ne? Du kannst ja nicht, wenn er jetzt die Endlage erreicht hat, dann einstellen, sondern du musst ja wissen, so, okay, der erreicht gleich die Endlage und dann ist es so und so, ne? Weil der Schraubendreher, der passt jetzt gerade so rein, das war dann echt so ein bisschen lustig, aber schauen wir weiter. Vielleicht sind es auch beide, dass der einfach zwei drückt. Also hier sieht man ja diese kleinen Mikroschalter da hinten drauf und diese Rollen, die drücken da drauf und dann schaltet sich um. Ja, das wäre doch cool, wenn die Caro da mitmacht. Das wäre doch noch viel witziger. Und alles direkt verstellt. Wenn man zwei Schalter hat. Aber wir können sie einfach mal ausprobieren. Das ist auch einfach der nächste. Da ist es. Genau, also vielleicht jetzt nicht mit den Fingern reinlangen, aber im Schraubendreher reinlangen, reindrücken, ne, und dann siehst du ja schon, das, was die Schaltung macht und was sie nicht macht. Und dann so funktioniert es. Also das halt wirklich so probieren und gucken, was passiert. Ja, was war echt so, ne? Du hast echt bei der Elektrotechnik, wenn ich mal, hey, das wäre doch so viel Platz, das ist doch gerade Käse, egal, ob das Ding noch 5 cm größer ist oder nicht. Ne? Wir müssen doch nicht so viel Platz sparen. Und könnten dadurch einfach ein bisschen angenehmer arbeiten, wenn wir mehr Platz hätten. Aber ich weiß nicht, das ist so. Manchmal denke ich mal, am Computer entwickelt und in der Werkstatt getestet, aber draußen irgendwie nie mit Kabel und Anschluss und in der letzten Ecke. Geh hin. Ist noch weit entfernt davon.
Klick. Ja, nochmal. Auf. Stopp. Zu. Perfekt. Mega cool, jetzt funktioniert's. Guck mal, da freut sich auch jemand hier. Geschafft und heute Abend kann es losgehen mit Vorhang auf und Vorhang zu. Auf jeden Fall. So, ja, das war's jetzt wieder mit dem Video. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.